Borussia, BB2K Airsoft Channel. Ja, heute, ihr seht, ich schwinge hier den Colt SAA von der Firma Umarex. Hatte ich euch vorgestellt vor 6 Jahren, eine richtig, richtig lange Zeit. Review blende ich euch hier oben ein. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das mal an. Denn jetzt setzen wir nämlich auf, 6 Jahre später, mit was richtig Coolem. Ich muss leider ein bisschen vorab ein bisschen reden, damit ihr versteht, warum ich jetzt hier so mega begeistert bin. Denn ich packe heute etwas aus. Ich kann euch schon mal den Karton zeigen. Und zwar kommt der Karton von der Firma Ramshop 24. Oh, da ist er richtig schwer. Ist also ordentlich was drin. Was hat jetzt dieser lange Karton mit diesem Teil hier zu tun? Also hier sind nicht hunderte von diesen SAA-Revolvern drin, sondern 2 Stück und noch was ganz Besonderes. Aber jetzt erkläre ich euch das doch mal ganz schnell. Und zwar, wenn ihr euch erinnern könnt, hatte ich auf der IWA dieses Jahr bei Umarex den HDR 68 Revolver vorgestellt, ganz groß. Das ist dieser riesige Oschi, der mit dem RAM-Kaliber 68 arbeitet. Und da hatte ich die geniale Idee gehabt. Und zwar stellt euch mal vor, voll lizenziert Smith & Wesson M500er Revolver mit Hülsensystem. Und in diese Hülse kommen keine 6 mm rein, sondern, wo sind sie? Ah, die sind auch fest, ne? Hier. Kaliber 43 und das voll lizenziert. Da haben wir sozusagen fast das richtige Kaliber, also die richtige Öffnung, und das würde einfach mega sein. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt das unten in die Kommentare oder schreibt es mal bei Umarex. Spammt die ordentlich voll, dass wir so ein Ding hier kriegen. Der Aufruf geht hier immer noch raus an Umarex. Baut dieses Teil, das wird weggehen wie warme Semmeln. Ja, daraufhin hatte ich von einem Community-Mitglied eine Mail bekommen, ob ich denn schon den Colt SAA kenne im Kaliber 43. Und ja, genau so, diese kurze Pause, dachte ich, was, habe ich ja noch nie was von gehört. Und da hat derjenige mich mal auf den Ramshop geleitet, auf dieses Video. Und ich habe ja diesen Revolver hier. Den Umarex Legend 4,5 mm Stahlrundkugelrevolver mit Hülsen, umgebaut auf Kaliber 43. Und mein Herz ist wirklich richtig, richtig hochgegangen, weil ich dachte, das ist ja so mega geil, denn die Hülsen, die hier beim Umarex Revolver sind, ich hole da mal eine raus, sind ziemlich klein. Ja, ich blende das mal kurz ein. Das ist hier, denke ich mal, wenn man das jetzt auf Realstick Kaliber umrechnet, Kaliber 38 oder 357. Ich habe hier auch noch mal das Original Pendant, was hier eigentlich rein gehört, wenn es richtig oldschool ist. 45 Longs Colt, das müsste eigentlich hier rein, dann wäre das richtig edel. Und der Ramshop hat es fast so authentisch wie möglich nachgebaut, denn die haben das Ding jetzt hier im Kaliber 43 umgemodelt. Das heißt, größere Löcher in der Kammer, größeres Loch im Lauf, absolut authentisch. Ansonsten alles identisch. Ich denke mal, ich rede nicht so viel. Ich packe jetzt aus und dabei quatsche ich dann weiter, damit wir hier so ein bisschen vorankommen. Ja, ihr kennt mich ja, ich muss immer quatschen. Ja, ich habe also den Ramshop angeschrieben und gefragt, ob ich so einen Timer für den Review haben kann, weil ich ja total hin und weg bin. Dann hat man mir gesagt, ich soll mal beim Chef persönlich anrufen und das mal mit ihm klären. Ich also Pumpe gehabt, ja. Chef persönlich anrufen ist immer so eine Sache. Und hatte ich den Hajo an der Stuppe gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, ein Bruder im Geiste, ja. Wir haben, glaube ich, 1,5 Stunden gequatscht. Also wir sind genau auf einer Wellenlänge, feiern das Thema Airsoft, RAM und alles mögliche. Also alles, was so ein bisschen für, man kann sagen, Spielzeug für Erwachsene, sind wir genau auf einer Wellenlänge. Es geht nicht groß um Präzision und, sondern es geht einfach um den reinen Spaß. Und aus diesem Grund hat er auch diesen Colt SAA damals entworfen. Jetzt haltet euch fest, das Ganze ist schon 2 Jahre alt. Und da sieht man mal, mit welcher Scheunenklappe ich unterwegs bin. Ich habe das total verpasst, das Ganze. Ja, jedenfalls haben wir 1,5 Stunden geredet, waren total auf einer Wellenlänge und er meint, er packt mir da mal was ein.
dass ich das für einen Review mir mal anschauen kann. Habe auch gleich gesagt, ich denke mal, der Revolver geht auch nicht mehr weg, weil das ist genau mein Ding. Und ja, dann sind wir auch noch zum Thema Gelblaster gekommen, ob ich nicht auch mal eine Gelblaster haben möchte. Und da habe ich gesagt, also eigentlich nicht. Da wirklich liegt ja Spielkram. Und da meint er, nee, das ist auch was ganz Besonderes. Und zwar, es ist nicht zu vergleichen mit diesen ganzen China-Kniffen, die es überall gibt, so für 60, 100 Euro. Sondern er hat auch in der Corona-Zeit sich Gedanken gemacht, hat auch die G-Blaster mal gesehen und fand die Idee eigentlich ganz interessant. Bei viel Papier. Interessant. Und ob man daraus nicht was Professionelles machen kann. Aber dazu erzähle ich jetzt nicht mehr, weil ich packe jetzt erstmal aus. Denn jetzt kommt immer für mich immer der beste Moment in so einem Karton. Geschichtlein, ich hole es raus, ja. Da haben wir erstmal nichts Spektakuläres. Da habe ich CO2-Kapseln bekommen, ja, ordentlich viel. Kann also ordentlich viel raushauen. Super klasse. Dann haben wir hier, das sind 10.000. Das sind die Gelblaster. Da sind 10.000 Schuss drin. 8 mm, das muss man im Wasser aufweichen, dann quellen die so auf. Das ist wirklich so mit Wasser gefüllte Kugeln, haben dann so ein ungefähr 8 mm Durchmesser und dann kann man damit Spaß haben. Aber dazu später. Verzeiht mir das, ihr wisst ganz genau, wenn ich auspacke, ist total unvorbereitet. Dann haben wir hier noch irgendwelche Kärtchen. So, dann haben wir hier noch, das ist für den Revolver, das sind die Kaliber 43 Kugeln, also richtig schöne dicke Dinger. Und jetzt haben wir hier den Colt Single Action Army, yeah. Packe ich alles gleich aus, ich mache erstmal nochmal den Karton alle, dann haben wir hier von APS, okay, APS, das wird jetzt wohl die Gelblaster sein von APS, also das ist schon... Meine Ansage kenne ich jetzt eigentlich mehr nur von den M870 Schrotflinten. Mache ja schon richtig ordentlich Bock. Und dann habe ich ja auch noch diesen Repetierer. Das ist ein M500er. Keine Ahnung. Blende ich euch mal den Link ein. Und dann habe ich hier noch das nochmal extra eingepackt. Eine Holzschatulle. Das Thema hatten wir nämlich auch gehabt bei unserem langen Gespräch, dass ich es absolut abfeiere, wenn so eine Waffe nicht einfach nur so in so einen Karton kommt, ja, ist zwar ganz nett gemeint, aber wenn man so den richtigen Kult feiert, dann muss das auch richtig ordentlich verpackt werden. So wie Tokyo Marui, die zelebrieren ja das alles, das fängt vom Karton an, vom Aufmachen, sodass man immer mehr lächeln muss. Und da waren wir uns auch einig und da hat er gesagt, lass dich überraschen, denn ich habe zwei SAA-Revolvers bekommen und ich denke mal, der andere wird jetzt hier in dieser Holzschatulle sein. Ich denke mal, das hebe ich mir zum Schluss auf. Das fangen wir erstmal, mit was fangen wir an? Ich lege hier mal den Gelblaster auch zur Seite. Fangen wir mit dem Revolver an. Ja. Ich bin mega gespannt, habe jetzt wieder richtig Gänsehaut. Bin echt gespannt, was das jetzt für ein Umbau ist. Also Karton ist eigentlich identisch wie mit den Colt Legend. Ist ein Umarex-Geschichtlein. Damals, die Idee ist vor 2 Jahren entstanden mit dem Umbau. Und da haben sie mal einen Prototypen gefertigt, waren selber mega begeistert von der ganzen Geschichte. Und haben sich dann gedacht, machen wir mal eine kleine Kleinserie. Limitiert, 300 Euro kostet das gute Stück. Da gab es erstmal schon Probleme mit den Hülsen. Es gab natürlich noch keine richtigen Hülsen dafür. Und da haben sie original Reels die Hülsen genommen, haben die umgearbeitet, sodass die 43er Kaliber Patronen reinpassen. Jetzt lasst mir mal den Moment. So von der Seite erstmal nicht spektakulär. Wenn ihr jetzt hier schon mal reinguckt, könnt ihr es schon sehen. Ich kann es noch nicht sehen. Ich gucke jetzt auch mal, macht mal eigentlich nicht in den Lauf gucken, aber ich gucke es mal. Oh, guckt euch das an. Ist das genial? Also wir haben hier eine richtig schöne, große Öffnung. Und guckt euch mal hier die Kammer an. Also absolut genial. Ich hole mal jetzt eine Patrone raus. Und auch schön smooth. Hört mal. Wenn ich das jetzt mal mit den anderen vergleiche. Ratscht richtig, ne? Nicht richtig smooth, das Ratsch hat mehr. So, und jetzt hole ich mal eine Patrone raus, oder einmal alle. Oh, wow.
Also wie gesagt, in Einzelfertigen, das sind alles 4,5 mm Versionen, die vom Büchsenmacher umgebaut werden auf Kaliber 43. Von daher ist das wirklich alles handgemachte Einzelstücke. Daher haben wir hier auch einen ordentlichen Preis, wenn man das erstmal auf den ersten Blick so sieht. Der normale, ich weiß gar nicht, was der kostet, der normale 4,5er kostet so 150, 170 Euro. Den Stand kenne ich jetzt nicht, den aktuellen. Wird wahrscheinlich genauso sein. Und der Umbau auf 43 kostet dann 299 Euro, also ungefähr 300 Euro. Allein müsst ihr auch mal bedenken, die Hülsen dabei. Die Hülsen sind auch Messinghülsen aus dem ganzen Gefräß gedreht, dass das Ganze hier passt. Das ist eigentlich auch schon mal ein Aufwand. So eine Packung Ersatzhülsen kostet schon 40 Euro, was auch alles aus Hand gemacht. Also es ist nicht alles hier, der Roboter fertigt die Dinger hier in Massen, sondern das ist alles doch handmade, made in Germany, ja. So, jetzt aber gucken wir mal. Das sind die Hülsen. Verglichen jetzt nochmal mit den normalen Hülsen hier von dem Legend. Ist das schon eine gewisse Größe? Jetzt gucken wir mal, vergleichen wir das mal mit dem Colt 45. Ist ein bisschen schmaler, von der Länge her passt es. Ich denke mal, die Deko-Hülse passt hier auch nicht rein. Mal gucken. Ne, passt nicht. Man sieht auch hier, wenn man hier mal guckt in die Trommel, wie dünnwandig das jetzt auch geworden ist. Also man ist richtig an den Rand gegangen. Das ist wirklich schon eine Präzisionsarbeit, das alles zu fertigen. Und auch der Lauf ist natürlich jetzt ein bisschen größer. Und ansonsten im Prinzip alles das gleiche. Wir haben hier auch diesen Drei-Klick-Status. In diesem Status ist hier die Trommel arretiert. Mache ich einen Klick weiter, entriegele ich hier unten die Trommel. Die dreht jetzt also frei. Ja. Kann das Ganze hier auch zum Laden dann benutzen. Wenn ich damit fertig bin, nächste Stage, wenn ich drücke, geht hier wieder der, jetzt bin ich einen zu weit, warte mal. Genau, dann geht jetzt hier wieder die Einrastung rein, noch eins weiter und dann ist das Ganze abfeuerbereit. Ich würde mal sagen, machen wir jetzt schon einen Schusstest oder packen wir weiter aus? Mich interessiert hier dieses Baby. Ich glaube, das machen wir nochmal, ne? Ich hole mal jetzt erstmal das andere raus. Ich habe mich nämlich eigentlich für den Chrom entschieden, schon vorab, dass ich den behalte. Und da hat er gesagt, den sende ich dir zu und der kommt jetzt hier in dieser Box. Ja, dann wollen wir mal gucken. Denn so muss es einfach sein. Mal gucken, was der Harley mir hier eingepackt hat. Ja, Goldschatulle, hatte ich mal reingeguckt, kostet glaube ich, war das 90 Euro ungefähr. Produktlinks packe ich euch auch alles wieder in die Videobeschreibung, auch die ganzen technischen Daten zu den Revolver packe ich euch alles hier rein. Bin mega unvorbereitet. Ist mir auch immer wichtig bei solchen Videos, damit es hier nicht so fachkundig rüberkommt, sondern dass einfach meine Emotionen hier rüberkommen. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Das ist nochmal ein Sichtschutzfenster. Ja. Und das ist auch nochmal, ich mache das mal mit euch zusammen. Mache ich das mal auf. Oh nee, oder? Ah! Oh. Warte mal, das muss ich erstmal nochmal. Jetzt krieg ich schon wieder Gänsehaut. Das ist ja mega. Warte mal, ich muss das mal. Das gibt's ja gar nicht. Also, das ist jetzt nicht nur eine Schatulle, sondern da hat auch der liebe Hajo noch ein kleines Special draus gemacht. Ich mach das nochmal zu. ich bin jetzt mega, also es geht definitiv nicht mehr zurück, das ist jetzt schon, guckt euch das mal an, da hat der Hajo hier auch noch mein BB2K Logo hier unten reingelassen, das ist jetzt so personalifiziert, das kann definitiv nicht mehr zurück, ist das geil, schaut euch das mal an, so muss eine Airsoft oder beziehungsweise Waffe, RAM, wie auch immer, Männerspielzeug, ja, sagen wir das Männerspielzeug, so muss es präsentiert sein. Das kann man jetzt schön in die Vitrine packen. Ist das geil? Geil. Ja, hole ich mal raus. Das
Das ist ja. Da sind also die Hülsen alle einzeln nochmal drin, denn hier dieses. Da hat der extra hier mein dieses BB2K-Logo anfertigen lassen. Verrückt, verrückt, du bist verrückt. So, und jetzt hier das gleiche nochmal in Chrom. Chrom-Variante finde ich schon mal interessant. Ich habe die von Maruschin, den Chrom-Revolver. Und ich dachte mir, es gibt den ja natürlich jetzt. Achso, kann ich euch alle mal reinzeigen. Also gibt den in Chrom, dann hier in diesen gebläuten Finish, in diesem Blue Finish. Finde ich auch richtig edel. Und dann natürlich auch nochmal in Antique. Das ist also ein bisschen gealtert. Wer sich jetzt wundert, hier bei dem Revolver, da habe ich mir jetzt noch Holzgriffschalen machen lassen von Lothar Falk. Der hat damals viele Videos gemacht, wo er original Griffstücke genommen hat oder auch Holz einfach bearbeitet hat, dass es hier an so einen SAA-Revolver fehlt. Denn das ist eigentlich auch noch ein Must-Have, da richtig schöne Griffschalen zu haben. Verlinke ich euch auch noch. Ich weiß nicht, ob der noch herstellt, aber die Videos kann ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Könnt ihr dann bei Bedarf auch mal anschreiben. So, warum ich den Chrom abfeier, hat einen gewissen Grund, und zwar Markings. Da das Ding hier ja vorher ein 4,5 mm Revolver war und der umgebaut wurde auf 43, haben sich die Kaliberangaben geändert. Das sieht man jetzt hier bei, wo ist er denn? Bei dem hier ganz gut. Da musste natürlich das Originalkaliber jetzt weggeixt werden und dann das neue Kaliber mit rein. Das hat man dann alles hier am, glaube ich, am Lauf, ne? Genau, am Lauf dann angebracht. Und das finde ich hier bei dem jetzt ganz gut. Durch dieses Chrom-Finish fällt dieses weggeixte hier nicht so auf. Also sieht alles ein bisschen ästhetischer aus. Und überhaupt, das ist hier auch eine absolute coole Geschichte. Mit den Elfenbein-Griffschalen, also mit dem Nachbau, ist alles Kunststoff hier. Richtig schön. Und ja, laden wir mal das Teil nach. Oh, hört doch mal. Wie sanft es zu meiner Haut ist. Ja, so muss es. Wow, richtig genial. Und dann kommen hier die Hülsen rein. Und das feiere ich auch ab. Dieses einfach dieses Laden, Entladen. Das ist alles eine richtig coole Sache. Da kann man richtig schön am Fernseher so einen Western sehen. Und wenn man den Western sieht, kann man hier mit dem Revolver rumspielen. Und eine Menge Spaß haben. Ich würde mal sagen, da wir ja alles da haben, CO2-Kapseln, Rubberballs, machen wir mal meinen Ersteindruck, oder? Technische Daten, wie gesagt, blende ich euch ein. Hatte ich schon gesagt, ne? Bin ein bisschen aufgeregt. So, ansonsten im Prinzip kann ich euch gleich mal zeigen, wie das mit den CO2-Kapseln funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Schuss man jetzt mit einer Kapsel raushauen kann. Weil durch das Kaliber 43 ändert sich ein bisschen die Balance. Ihr habt jetzt hier auch kein Hochleistungspräzisionsrevolverchen, wo ihr hier auf 300 Meter schießen könnt. Das Ding ist wirklich zum Dosenplinkern da auf kurze Distanz. Ich werde das nachher auch testen, wie weit man mit dem Ding kommen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe das Ding eher mehr wirklich im Büchsenschießen. Ja? Spaß haben, Büchsenschießen, so ein bisschen hier mal hier rumzwirbeln. Kann man sich glatt noch einen Holster besorgen. Ich glaube, die haben sogar Holster, der Ramshop. Dass man da richtig schön westernmäßig auftreten kann. So, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Und zwar ist hier die Griffschale einfach hier durch diese Kerbe, könnt ihr die Griffschale abklappen. Ja. Und dann haben wir hier auch schon einen 6-Gramm-Schlüssel integriert, wo wir die CO2-Kapsel einschrauben können. So, ich lege die mal ein. Lose schrauben, sodass sie ansetzt und dann einfach anstecken. So, dann haben wir das schon. Merkt man nichts, fischt, ist also alles perfekt abgedichtet. So, zum Laden hatte ich euch gesagt, Hahn in die erste Position bringen, Probel wird entriegelt, dann Ladeklappe öffnen und die Hülsen rausholen. Der Extractor funktioniert natürlich auch, den haben wir hier. Ist jetzt hier für Airsoft bzw. für RAM jetzt nicht so unbedingt nötig. Ist halt bei der originalen, wenn durch das Schießen dehnt sich natürlich die Hülse aus und dann geht die flutscht die nicht so raus hier wie die Airsoft-Hülsen. Von daher ist dieser Extraktor, drückt da hier drauf. Ja, so. Und dann könnt ihr die Sache auch so rausholen. Aber es geht jetzt hier
bei denen natürlich viel besser. Und diese Hülsengröße, ja, das feiere ich ja total ab. Und da geht nochmal der Aufruf raus an Umarex, macht das wirklich mit dem 500er Revolver. Denn denk mal, da wird er auf jeden Fall viele Abnehmer haben. So, das Tolle an diesen neuen Messinghülsen ist, die alten Hülsen, wie gesagt, da hatten sie ja noch Original-Patronenhülsen genommen. Da war die 43er Kugel so ein bisschen labberig drin und jetzt hat die hier wirklich in der Mitte, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann, schon eine kleine Halteposition. Machen wir jetzt mal hier so eine Kugel auf. Ich mache auch wieder Kapitelmarken rein, also für alle, die das jetzt ein bisschen langweilig finden, die skippen einfach zu der Stelle vor, die für euch interessant ist. Dann ziehen wir mal so eine Kugel raus. Ja. So. 6 brauchen wir nur. So sehen die Kugeln aus. Ein bisschen weich, Gummikugeln. Man kann Paintball-Kugeln mit verschießen. Ich glaube auch diese Pulverkugeln funktionieren. Müsst ihr mal gucken, im RAM-Shop gibt es auch eine Beschreibung, was ihr alles damit verschießen könnt. Also Paintball kann ich mir auch richtig genial vorstellen. Gerade natürlich nur mit Schutzbrille, wenn man westernmäßig unterwegs ist und macht nur ein Duell, ist es natürlich toll, wenn man dann hier auch noch ein bisschen Farbe am Körper hat. Ja? So, dann laden wir das mal nach. Hier vorne einfach reinstecken. Wir sind auch ziemlich stramm drin. Ja, sieht es so aus. Einmal. Zweimal. Denk mal, meine Katze wird sich auch freuen. Dann hat sie noch größere Bälle zum Spielen. So. Dann ganz wichtig natürlich immer beim Airsoft oder RAM oder wie auch immer, wenn irgendwelche Projektile durch die Gegend fliegen, Schutzbrille. Ich habe hier vorne eine Zielscheibe aufgebaut, also nicht wundern, ich schieße jetzt nicht einfach so ins Wohnzimmer hinein. Sicherung haben wir auch. Dann packen wir mal rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Allein dieses Laden ist schon so cool. Ich feiere das so ab, ja, ich feiere das so ab. Das ist so mega, das ist wirklich genial, diese Idee, dass das wirklich umgesetzt worden ist. Weil ich muss ehrlich sagen, den RAM-Shop hatte ich nie so richtig auf dem Schirm. Ich wusste, die hatten auch die APS M870 Ersatzteile, aber sonst hatte ich mich mit dem Laden nicht beschäftigt. So, und jetzt kommt der Moment. Der erste Schuss, Colt Single Action Army Kaliber 43. Oh, habt ihr diese Wolke gesehen? Oh, ist da ein Loch in der Scheibe. Nochmal. Wow. Das sind mega Löcher. Warte mal, ich hole die mal kurz ran. Also nicht wundern, es ist eine bereits vorgeschossene Scheibe. Die hier, die großen Löcher könnt ihr hier unten sehen. Zieht euch das rein, was hier abgeht. Hier in der Mitte hatte ich auch noch ein paar gemacht. Also hier geht ordentlich was los. Ja, und dann zum Nachladen könnt ihr entweder die Hülse wieder rausholen. Ja. Wieder was Neues reinmachen. Machen wir mal nochmal eine rein. Oder ihr könnt, komm, lass uns mal noch eine Runde schießen, oder? Ihr könnt, hier, das sind ja die Wasserdinger. Die wollen wir nicht. Wir wollen das dicke Kaliber. Ihr könnt die natürlich dann auch nach vorne laden, indem ihr hier einfach vorne die Dinger reinstopft. Ist schneller, aber finde ich, ist unkultiger. Das muss eigentlich anders sein, aber ich zeige euch das nochmal schnell rein, dass man das auch so machen kann. So. Haben wir alle durch? Haben wir alle durch? Klappe zu. Ich mache mal extra noch ein bisschen an der Seite hier die Linger. Es ist geil. Mega genial. Ja, Review folgt auf jeden Fall. Ich bringe das jetzt noch mal richtig schön hier rein. Vielen, vielen Dank, Hajo. Du hast wirklich mit dieser Präsentationsbox
hast du genau meinen Nerv getroffen. Es ist so geil. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das mal auf der Webseite an. Also wer so richtig Kult haben will, kommt an diesen Kaliber 43 Revolver nicht dran vorbei. Das ist mega genial. Ich denke mal, alle Westernschützen sind da so angesprochen. Alle Nostalgiker, die das einfach lieben, mal einen Revolver so nachzuladen, die werden das auch richtig abfeiern. Und was ich natürlich jetzt als nächsten Step im Kopf habe, ist wahrscheinlich auch eine Wahnsinnsgeschichte. Es gibt ja den Legend, die Legend Winchester von Umarex, ja. Auch mit diesen, wo haben wir denn die kleinen Dinger hier, die kleinen Hülsen, habe ich jetzt hier gerade nicht. Ah, hier, mit diesen kleinen Hülsen. Da wäre es natürlich toll, wenn man das jetzt auch noch als Kaliber 43 haben könnte. Ja, jetzt fange ich schon wieder an zu spinnen. Eine Winchester noch im Kaliber 43, mega Hammer. Aber was ich noch gesehen habe bei Instagram, könnt ihr auch mal den Ramshop mal liken und folgen. Die haben den Smith & Wesson M29 Revolver in der Hand gehabt und haben gefragt, wie wäre es da mit Kaliber 43? Ich bin jetzt schon wieder auf einem ganz anderen Kaliber-Level. Ich feiere das jetzt gerade megamäßig ab. Ich muss mir unbedingt auch noch ein paar Paintball-Geschichten und mal Pulverkugeln noch besorgen, damit ich für den Review auch ordentlich Material habe, um euch zu zeigen, wie viel Spaß man mit diesem Revolver haben kann. So, jetzt geht's weiter. Ich werde wahrscheinlich wieder meine Auspacklänge wieder mal mega überschritten haben. Denn jetzt kommen wir zu Gelblaster. Ganz neues Thema für mich, absolut neu. Ich habe das immer nur mit einem halben linken Auge verfolgt, das Thema. Gelblaster sind ja eigentlich sozusagen eine günstige Alternative zu Airsoft, beziehungsweise ja, für Kinder konzipiert. Diese kleinen Plastikkügelchen, die sich dann aufblähen zu Gel-Wasserkugeln, die dann bei Kontakt aufplatzen, also wesentlich harmloser als Airsoft. Und der Hajo hat sich gedacht, eigentlich eine coole Idee, wenn man überlegt, die 6mm Bibis, ja, da steht zwar immer biologisch abbaubar, aber ich muss ehrlich sagen, die Kugeln, die ich verschossen habe, werde ich nie sehen, dass die sich auflösen. Das passiert erst in mehreren hundert Jahren. Also sie lösen sich schon auf, aber das erlebt der Schütze nicht mehr selber mit. Und da sind die Dinger hier eigentlich eine richtig coole Alternative. Denn die lösen sich wirklich auf. Wenn die zerplatzen, ja, werden die zu Pulver. Und das ist auch alles total biologisch abbaubar. Es sind also keine Schadstoffe, die wir hier verballern. Und lässt sich sozusagen in der Wohnung wegsaugen oder im Garten lösen die sich total auf. Kann man ja zum Blumenbewässer nehmen, ja. Obwohl ich möchte damit nicht gegen die Pflanzen schießen und kriege schon wieder Ärger mit meiner Frau, weil die haben schon ordentlichen Dampf. Ja, das Ganze ist auch aus einer Idee auch vom Ramshop entstanden. Denn er fand die Idee auch ganz gut mit diesen Gelkugeln, aber halt er wollte was Professionelles haben, ja, was qualitativ Hochwertiges und hat sich mit einer Firma zusammengetan und ich sehe gerade, es ist die Firma APS, die ja auch die M870er herstellen und wir haben hier eine Vollmetall Gelblaster mit nicht 0,5 Joule, sondern das Ding hat hier ein F. Wir haben hier also 0,8, was hat er gesagt? 0,8 oder 0,9 Joule. Ich packe euch die Daten hier wieder rein. So haben wir hier nur Semi-Oni, aber können halt gute Leistung mit der Waffe raushauen. Und ich gucke jetzt mal, das sieht ja schon mal hervorragend aus. So sieht der Karton aus. Kostenpunkt, hatte ich mal kurz geschummelt, 250 Euro, ist also eine Ansage für einen Gelblaster, da merkt man schon, in welche Richtung das geht. Also nicht für die Kinderhand gebaut, sondern für das etwas ältere Kind, ja. was gibt es da für einen Spruch? The difference zwischen Men and Boys is the price of their toys. Ja, so kann man es sehen. Also hier, die Spielzeuge für die Männer sind natürlich ein bisschen hochwertiger. Schwer. Also wir haben hier richtig schöne Metall-Airsoft. Was ich so gehört habe, ist das Grundkonzept hier. Wurde eine Airsoft genommen von APS und wurde halt intern so umgebaut, dass das Ganze hier mit Gel
Blaster funktioniert. Kaliber 8 mm, wer jetzt denkt, man kann jetzt auch die 8 mm Bibi-Kugeln verschießen, das funktioniert nicht, weil, so wie ich mitgekriegt habe, ist der Lauf, der Innenlauf ein bisschen enger, sodass die Kugeln hier so ein bisschen durchgequetscht werden und es funktioniert mit 8 mm nicht. Und auch das Feeding-System hier mit dem Magazin, das ist auch was ganz anderes, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Es ist wohl leichtes. Ja, Magazin. Noch was drin. Oh, hier ist noch eine Schutzbrille ist noch mit drin. Ja, dann nehme ich aber lieber meine. Also hier die nichts gegen China-Brillen, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, nehme ich lieber hier meine Swiss Eye Raptor. Und dann haben wir hier noch einen Muzzle Flash mit dabei. Aus Metall. Mache ich mal kurz auf. Also hier kann ich leider keine Probeschüsse machen, weil ich müsste ja erstmal diese Gelkugeln hier aufweichen. Die sollen, ja, 2 Stunden oder so muss man die ins Wasser packen und dann quellen die auf. Das zeige ich euch auch. Ich kann hier mal hier vom Ramshop, der hat da ein Video zu gemacht, jetzt mal kurz zeigen, wie das aussieht. Kann mir auch ein paar Schusstests auch schon mal klauen von ihm. Ich denke mal, wird er nichts dagegen haben, wenn ich das mal einblende. Ja, und da haben wir hier den Muzzle Flash aus Aluminium gefertigt. Den könnt ihr hier gegen den orangenen tauschen. Das Ganze ist also hier auch für den amerikanischen Markt auch schon gebaut. Und wie gesagt, es ist hier richtig schönes, schweres Metallteil. Ja. Hat hier auch das F drin. Gucken wir hin. Ich weiß auch gar nicht, ob man, ich glaube, ein Hop-Up wird es hier wahrscheinlich nicht geben bei dem Ding. Keine Ahnung. Ja, da sehe ich auch kein Hop-Up-Rädchen. Ich denke, das ist halt ein ganz anderes Prinzip. Ich kenne mich hier mit null aus. Ja. Wir haben hier verstellbar Stock. Slingaufnahme hier hinten. Schönes Frontvisier. Visier zum Abnehmen. Könnt ihr euch also auch einen Rotpunkt dran machen. Magazin. Oh ja, das sieht auch anders aus. Da haben wir hier. Hier oben sind so eine Kontakte. Ich denke, das läuft dann irgendwie auch elektrisches Magazin. Hier ist die Klappe, hier kommen die Kugeln rein. Ja, und dann geht das Ganze ab. Rastet schön ein. Ja, schade, ey, dass ich das jetzt auflösen muss im Wasser. Allein wo ist denn diese Tüte? Wo ist die Tüte? Wo ist die Tüte mit den... Die sind so klein. Ah, hier. 34 Euro. 10.000 Schuss, ja, ich habe hier 10.000 Schuss in meiner Hand, da kann man hier in die Seitentasche packen, mega genial. Werde ich auf jeden Fall, mache ich auf jeden Fall, muss einfach sein, dass ich das Ganze für euch jetzt teste im Review, aber da müsst ihr mir noch ein bisschen Zeit lassen. Ich werde es erstmal selber ausprobieren, damit ich mir mal einen Eindruck von machen kann, wie das Ganze funktioniert. Oh, hört sich gut an. Und dann versuche ich ein hochprofessionelles Gelblaster-Video für euch zu machen. Also das Ding ist mega genial, freue ich mich drauf. Richtig cool und Revolver, wo ist er jetzt? Ich habe hier so viele Revolver jetzt, da. Kaliber 43, auch mega genial. Was soll ich zuerst machen? Ja. Was soll ich zuerst machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon, von dieser Idee hier? So Revolver und Kaliber 43, wäre das generell was für euch, dass da weiterentwickelt wird. Wie gesagt, der M29 soll vielleicht kommen. Was könnt ihr euch noch so für Revolvertypen vorstellen im Kaliber 43? Und was haltet ihr von G-Blastern? Also wie gesagt, G-Blaster habe ich null Erfahrung damit. Kenne nur diese Nerfgun-mäßigen, diese bunten Dinger da für 50, 70 Euro, diese Plastikmüllbomber. Und das hier ist hier richtig was Hochwertiges. Kann man wirklich wahrscheinlich auch zu einem Airsoft-Spiel mitnehmen. Vielleicht nehme ich das auch mit auf meinen ersten Airsoft-Game im Mai. Mal gucken, was die da sagen am Krone, ob ich da auch mit G-Blaster schießen kann. Mal gucken. Ja, das war es von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Einen großen, großen, großen Dank an die Firma Ramshop24, an den Hajo, dass er mir hier diese Teile hier geschickt hat. Jetzt muss ich euch nochmal den Karton zeigen. Oder diese Kiste. Ein Traum. Also dafür ist... ich bin mega begeistert. Absolut coole Geschichte.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, Standardspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt mir bis dahin gesund. Euer Bruce und ich halte es nochmal rein. Macht's gut. Halt, halt, halt. Noch ein kleines Extra. Ich habe gerade zusammengeräumt und dachte, mach in den 4,5er doch auch nochmal eine CO2-Kapsel an. Wenn man schon mal am Schießen ist, kann man das gleich mal machen. Und da habe ich noch einen anderen Unterschied rausgefunden. Wir haben hier nicht nur einen Kaliberunterschied, 4,5 und 43, sondern auch einen Soundunterschied. Hört euch mal den 4,5er an. Und jetzt Kaliber 43. Hier kommt richtig ordentlich Luft durch. Mach nochmal. Also der Kaliber 43 hat ordentlich mehr Soundkulisse als der 4,5er. Von daher, yeah, das ist mein Ding. So, das war's jetzt aber gewesen. Endgültig. Ich bin raus. Mach's gut. Euer Bruce.